Ihr wundert euch, warum eure Videos nicht so in YouTube angezeigt werden, wie ihr es auf eurem PC seht. Dann kann ich euch zeigen und sagen, warum. Wollt ihr dieses wissen? Bleibt dran und wir sehen uns nach dem Intro. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu diesem kleinen Video. Dieses Mal wieder ein Tutorial. Wie ihr es wahrscheinlich schon am Anfang des Videos gesehen habt oder im Titel, werde ich euch zeigen, was es mit dem AVC-Codec oder mit dem VP09-Codec von YouTube zu tun hat. Das ganz Einfache ist die Sache: Der AVC1-Codec von YouTube macht eure Videos schlechter, als sie in Wirklichkeit sind. Und der VP09-Codec ist einfach das Nonplusultra gerade bei YouTube. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, wenn ihr mich verfolgt, habe ich das in den letzten Videos umgeändert. Ich habe hier oben jetzt mal zwei Videos ausgewählt, wo einmal noch der AVC1-Codec von YouTube benutzt wird. Das ist der gute, wie ihr schon allein schon an dem Video seht. Ich habe auf 1080p und 60 FPS und das ist einfach, sagen wir mal so, nicht wirklich so, wie ich es eigentlich aufgenommen habe. Wir sehen uns, ich habe jetzt zwar den Ton jetzt aufgemacht, wir sehen, Texturen sind ein bisschen matschiger, sind nicht wirklich HD und wie ihr seht, hier oben ist der AVC1-Codec und ja, es ist einfach nicht so, wie ihr oder wie ich es normalerweise eigentlich aufgenommen hätte. Jetzt, meine lieben Freunde, zeige ich euch ein Video, wo ich das umändern konnte. Das ist zwar jetzt das neueste Video, ist nicht schlimm, aber wie ihr hier seht, hier ist die Texturen sind nicht matschig, die Texturen sind wirklich HD. Es ist einfach nicht schlecht gemacht. Es ist in der ersten Aufnahme hier, wie ihr gesehen habt, ist das, als würde ich in 480p aufnehmen. Was ich aber nicht tue, ich tue auf 1080p aufnehmen, rendern. Alles schön und gut. Und hier ist es einfach völliger Unterschied. Das kann ich euch erzählen, indem ich euch das einmal zeige, weil das ist der VP09-Codec. Und diesen Codec kriegt ihr nur durch eine einzige simple Geschichte. YouTube nimmt alle Videos, die bei 1080p gerendert sind und auch Maximum haben. Verlernt, das ist falsch. Hier haben wir das. Hier ist mein Video maximal auf 1080p gerendert. Wenn das Video keine Aufrufe hat, ich habe hier nur drei Aufrufe, dann wird das auf dem AVC1 bleiben. Teilweise, wenn man mal großen YouTubern guckt und die auch nur maximal 1080p machen, sind die ebenfalls bei dem VP09. Das kommt aber dadurch, dass sie so viele Aufrufe haben. YouTube und Google sind Arschlöcher. Das könnt ihr alles schön und gut umgehen, indem ihr die Rendereinstellungen von 1080p auf 2K, auf 1440p umändert. Das ist ganz einfach. Ihr müsst nur in eurem Schnittprogramm gehen. Ich öffne mal kurz eben meins. Und einfach die Rendereinstellungen ändern. So, jetzt warten wir mal kurz. Zeige ich euch das eben. Ich habe das zwar schon alles umgestellt. So. Natürlich hier jetzt mein Standard gleich. So. Zack. Da einmal öffnen. So, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt, wenn ich hier eine Sequenz erstelle. Mal, neues Objekt. Sequenz. Habe ich hier schon meine allgemeinen Rendereinstellungen. Allgemein kann ich auch hier am besten zeigen. Benutzer definiert 60 Frames und hier Framegröße, ne? Quadratische Pixel, komplett nichts skaliert, keine Halbbilder, progressiver Scan und 60 FPS Timecode. Das ist einzig und allein das, was ihr braucht. Mehr ist es gar nicht. Wir müssen nur auf 2K rendern. Dann kommt dieses schöne Video, was ich natürlich dann auch in den Rendereinstellungen macht. Wenn wir jetzt auf Exportieren gehen, das geht jetzt gerade nicht. Nehmen wir das mal einfach. Das müsste eigentlich jetzt, das ist jetzt da.
Natürlich, wenn ihr in den Rendereinstellungen geht, hier, ich habe hier natürlich was vor eingestellt, dann haben wir hier Breite und Höhe, die 2K. Und komischerweise ist die Framerate auf 25 FPS, warum auch immer. Hallo? Das finde ich jetzt gar nicht lustig. Warum ist die auf 60? Das habe ich gerade gar nicht mitgekriegt. Normalerweise habe ich die auf 60 Framerates. Das ändere ich dann jetzt eben nochmal schnell. Aber meine Videos kommen trotzdem in 1000, in 2K mit 60 FPS, komischerweise. Ja, genau. Möchtest du beschreiben? Ja. Okay. Denn wie ihr hier seht, das kann ich eben wieder schließen. Ich möchte das jetzt nicht speichern. Seht ihr, dass wir hier natürlich 60 FPS stehen haben? Und auch hier oben haben wir 60 FPS. Ja, meine Freunde, ich habe das von dem, wie schon einmal erwähnt, in einem Video von dem guten Bob. Der Bob macht den Job. Ich kann euch einmal seinen Kanal hier zeigen. Denn der gute Bob hat mir diesen Tipp gegeben. Das ist ein korrekter Kerl. Kann ich nur empfehlen. Macht gute Videos. Schaut da mal rein. Und ja, meine Freunde. Ich würde mal ganz stark behaupten, nehmt diesen Tipp an. Eure Videos werden wirklich von einem auf den anderen Tag Bombe. So wie ihr sie auch wirklich aufnimmt, werden sie auch. Und es ist einfach nur genial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ja. Ich hoffe, ne? Macht immer schön fleißig gute Videos. Und bis dahin sage ich Tschülle, haut rein. Ich bin dein Herz und bis dann.